Grüß Gott, mein Name ist Christoph Falschlunger. Ich komme aus Österreich, bin Rhythmiker, Musik- und Bewegungspädagoge sowie Sonder- und Volksschullehrer. Seit mittlerweile 25 Jahren arbeite ich mit Menschen mit Behinderungen in den verschiedensten Settings, vormals in Sondereinrichtungen, mittlerweile aber immer mehr und besonders im Feld von Inklusion und inklusiver Pädagogik mittels Rhythmik MB, als Synonym für Rhythmik, Musik und Bewegung und eben in Musik und in Bewegung. Dabei erlebe ich in besonderer Weise, welche gewinnbringende Zugänge Rhythmik MB bieten kann, wie Musik, Bewegung, Materialien auf Menschen wirken, was sie an Ausdruck hervorbringen können, die gemeinschaftsstiftende Komponente und vieles mehr. Dabei bewegt mich besonders die Frage, wie Teilhabegerechtigkeit im Sinne von Inklusion gelebt und gestaltet werden kann. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Inklusion fängt in den Köpfen an, und zwar in unseren. Zitat Feuser. Für Inklusion. Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und ein Auftrag an uns alle, spätestens durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2008 in Österreich, 2009 in Deutschland und 2013 in der Schweiz. Das bedeutet auch, dass sich Menschen aller Bereiche des Lebens Gedanken, aber vor allem Umsetzungsstrategien überlegen müssen, wie Inklusion beispielsweise im Feld der Pädagogik und in verschiedenen Fachdisziplinen, wie es auch die Rhythmik MB eine ist, aussehen kann. Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. In der inklusiven Gesellschaft gibt es keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal ist allein die Tatsache, dass Unterschiede vorhanden sind. Diese Unterschiede werden als Bereicherung aufgefasst und haben keine Auswirkungen auf das selbstverständliche Recht der Individuen auf Teilhabe. Aufgabe der Gesellschaft ist es, in allen Lebensbereichen Strukturen zu schaffen, die es den Mitgliedern dieser Gesellschaft ermöglichen, sich barrierefrei darin zu bewegen. Zitat Schöb. Dieses Zitat weitet den Begriff der Inklusion und beschreibt ihn als Menschenrecht für alle, wie es auch die UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt und wie es dort verankert ist. Begriffe wie Diversität, Vielfalt als Bereicherung, die Fragwürdigkeit des Begriffs Normalität und die Aufgabe der Gesellschaft klingen an und schaffen Raum zum Nachdenken. Aktuell gibt es die eng gefasste Sichtweise von Inklusion in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, für viele als logische Fortsetzung von der Exklusion zur Segregation, zur Integration, zur Inklusion zu sehen. Die weit gefasste Sicht von Inklusion seit circa 2000 bezieht, wie im Zitat von Schöb, neben Behinderungen auch andere Diversitätsmerkmale gleichberechtigt mit ein und versucht, die Diversität aller Menschen unserer Gesellschaft zu berücksichtigen. Grundlagen hierfür sind die Menschenrechte in ihren differenzierten Ausformungen der UNO. Zur inklusiven Pädagogik. Feuser umschreibt den Begriff Integration als, Zitat, die Idee vom Erhalt bzw. der Wiederherstellung gemeinsamer Lebens- und Lernfelder für behinderte und nicht behinderte Menschen. Zitat Ende. Mit dem Ziel der Erweiterung von Entwicklungsmöglichkeiten aller und findet eine für mich derzeit wichtige Definition von Inklusion in der Pädagogik. Pädagogisch gesehen bedeutet Inklusion, dass alle in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, also in ihrem So-Sein, an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen, studieren und arbeiten. Dieses Zitat bringt mich zu den Umsetzungsmöglichkeiten und Gelingensbedingungen für Inklusion mittels Rhythmik MB. Dabei bringt die Fokussierung auf kreative Zugänge mittels Musik, Bewegung, Materialien, Stimme, Sprache für Menschen mit Behinderungen, also die enge Sicht von Inklusion, meines Erachtens essentielle, elementare und basale Aspekte mit, die grundlegend für Rhythmik MB in der inklusiven Pädagogik sind. Und es gibt einen weiteren Grund für den Blick auf Menschen mit Behinderungen. Rhythmik MB nimmt nämlich innerhalb der Heilpädagogik seit nunmehr 100 Jahren einen besonderen Stellenwert ein. Als wichtige Vertreterinnen für den deutschsprachigen Raum sind zweifelsohne Mimi Scheiblauer ab 1922 und Charlotte Pfeffer ab 1937 zu nennen.
Weitere Rhythmikerinnen für den Bereich Inklusions- und Heilpädagogik sind beispielsweise, jetzt aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Hildegard und Alfred Zuckriegel, Elisabetta Nusser-Zock, Margit Schneider, Eva Roswitha Stabe, Brigitte Steinmann, Helga Nehra-Zugasti, Ariane Bühler, Alice Thaler, Sabine Flix, Sabine Hirler, Lucia Kessler-Kakolidis und andere. Fragen sind nun also, welche Zugänge braucht es, um Inklusion zu leben? Und im Speziellen, welche Ansätze dafür bietet Rhythmik MB im Wechselspiel von Musik, Bewegung, Materialien und Stimme, Sprache? Im Folgenden spreche ich also von Gelingensbedingungen, wie Robert Wagner es gerne nennt, und versuche dabei methodisch-didaktische Aspekte von Rhythmik MB für eine Pädagogik, die inklusiv gestaltet ist, aufzuzeigen. Es geht mir dabei nicht um Rezepte, sondern um mögliche Ansätze, wie Inklusion gelingen kann und welchen Stellenwert Rhythmik MB dabei haben kann. Wie schaue ich auf einen Menschen? Welche Sichtweise nehme ich ein? Wage ich immer wieder einen Wechsel der Blickrichtungen, indem ich offen bin und jemandem Neues zutraue? Ist meine Haltung, meine Einstellung generell? Wie ist sie? Wie bin ich in Resonanz mit dieser Person? Bin ich in einer dialogischen Haltung oder sehe ich Defekte und Behinderungen erst? Auch diesen Würfel kann ich von unterschiedlichen Seiten betrachten und das Bild wird sich immer wieder wandeln. Rhythmik MB verfolgt eine humanistische Pädagogik, deren Grundlagen unter anderem auf Pestalozzi zurückgehen, wie dies auch im Rhythmikfilm von Mimi Scheiblauer 1955 zeigt. Carsten Reich beschreibt in seiner inklusiven Didaktik die Beziehungskultur als Grundlage für Inklusion. Ebenso betonen Neurobiologie und Resonanzpädagogik den essentiellen Stellenwert von Beziehungen in der Pädagogik, wenn etwas ins Schwingen kommt. Neben einer inneren positiven Haltung der leitenden Person in der Rhythmik MB bieten besonders die Mittel Musik und Bewegung viele Möglichkeiten, Resonanz auf nonverbaler Ebene zu ermöglichen. Zum Beispiel durch Bewegungsbegleitung, durch dialogisches Handeln, durch das Aufgreifen der Ideen der Gruppe und. Der Kreis steht für Gemeinschaft. In der inklusiven Pädagogik geht es um Partizipation, also um Teilhabe und Teilgabe, wie auch um die Gruppe, um ein Erleben von Unterschieden und der Vielfalt, die uns umgibt. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und um das Erleben und Ausloten sozialer Beziehungen. Die Frage dabei ist, wie werden Angebote für und mit der Gruppe gestaltet? Es braucht jedenfalls eine freiraumlassende Didaktik, wie sie auch in vielen reformpädagogischen Richtungen und in Rhythmik MB gelebt wird. Rhythmik MB findet in den meisten Fällen als Gruppenangebot statt, gibt der Kreativität einzelner Teilnehmender Raum und lässt Begegnungen auf ganz unterschiedliche Weise durch den Wechsel der Sozialformen zu. Aufgaben alleine oder zu zweit, Wechsel mit Aufgaben in der Gruppe ab. Nonverbales Führen und geführt werden, Wechsel mit strukturierten Bewegungsaufgaben ab, in denen das Beobachten der anderen notwendig sind und so weiter und so weiter. Mittels Rhythmik MB kann also Gemeinschaft und Anerkennung vielschichtig erlebt werden. Inklusiver Unterricht erfordert laut Reich bewegte und sinngestaltete Angebote. Dafür müssen Räume zur Verfügung stehen, die Bewegung zulassen. Architektur ist damit gemeint. Aber auch innerhalb einzelner Settings können Bewegung und multisensorische Angebote immer wieder eingebracht werden. Schon Pestalozzis Lernen mit Herz, Hand und Hirn sowie die Aussage Scheiblauers vom Greifen zum Begreifen im Film Ursula oder das unwerte Leben 1966 deuten auf diesen essentiellen Zugang hin. Durch die bewegten Zugänge in Rhythmik MB in Wechselbeziehung zu Musik und Materialien haben wir einen wirklichen Schatz, der eben genau dies aufgreift, was für inklusivpädagogisches Handeln so wichtig ist. Den basalen und elementaren Zugang über und in Bewegung, vernetzt mit verschiedenen Sinneseindrücken. Auf diese Grundlagen verweist auch die Rhythmikerin Danusa Zock im Aufbau der sechs Teilbereiche der Rhythmik, wenn sie schreibt, dass diese immer beim direkten Körperkontakt, also bei der Wahrnehmung und somit in Verbindung zur Bewegung ansetzen. Dies deckt sich auch mit den Ansätzen beispielsweise der basalen Stimulation Andreas Fröhlichs, denn er beschreibt als die spürbar intensivsten körpernahen Zugänge die Somatik, das Vestibularium und die Vibration. Und diese sollten für eine differenzierte Sinnesentwicklung ausreichend stimuliert werden.
Angebote im Sinne der Rhythmik müssen noch weitergehen als Bewegung und Multisensorik. Es braucht einen ganzheitlichen Zugang, und zwar Angebote in allen Entwicklungsbereichen des Menschen, wie sie Ganitschnik und Neera-Zugasti in der Tabelle der psychischen Funktionen beschreiben. In ähnlicher Weise zeigte schon Stabe in ihrem Ganzheitsmodell, dass Rhythmik MB durch Musik, Bewegung, Sprache und Medien den Menschen ganzheitlich in seinen Entwicklungsbereichen anspricht und dadurch Gestaltungs- und Lernprozesse in Gang setzt. Die Frage stellt sich für die Praxis: Wie werden Angebote so gestaltet, dass Wahrnehmung, Bewegung, Kreativität, sozial-emotionales Handeln, Kognition und so weiter angeregt werden? Wie vernetzt können Angebote sein? Tatsache ist, dass jede selbsttätige Handlung, vor allem jene, in der auch Kreativität und Lösungsorientiertheit gefordert sind, alle 8 Funktionen in unterschiedlicher Ausprägung anregt. Ein Beispiel wäre ein Rondo mit Trommeln. Der wiederkehrende A-Teil ist ein gemeinsames Lied, beispielsweise, das als Metrum, aber auch rhythmisch komplex auf der Trommel begleitet wird. Die Teile B, C, D und so weiter werden aus einzelnen freien Ideen aus der Gruppe gestaltet, egal ob als hörbare Klänge auf oder als Bewegung mit der Trommel. In unterschiedlicher Länge, unterschiedlicher Dynamik und so weiter. Diese Aufgabe erfordert das Mitmachen in Bewegung, ein genaues Beobachten, Hören, also ein Wahrnehmen, das Mitdenken des Ablaufs und die sprachliche Ebene des Singens. Die Aufgabe braucht auch soziale Kompetenzen, schafft hoffentlich Freude, Konzentration, fordert spontanes und kreatives Handeln und ermöglicht ein Erinnern durch Wiederholung des wiederkehrenden Liedes. Hier kommen wir zu einem weiteren Punkt für die Pädagogik, nämlich zur Entwicklungsmöglichkeit aller. Die Teilnehmenden in unseren Gruppen bringen unterschiedliche Lebensbausteine mit, die angeregt und entwickelt werden wollen. Anknüpfend an das Netz benötigt es also Angebote in den 8 Bereichen, die auf Entwicklung ausgerichtet sind. Es geht somit um eine entwicklungslogische Didaktik. Dafür setzt es voraus, dass ich die Teilnehmenden in der Gruppe beobachte und Inhalte möglichst so anbiete, dass die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten geübt und erweitert werden können. Also nicht inhalts-, sondern entwicklungsbezogen. Beobachtungsgrundlage hierzu bietet ebenso die vorher genannte Tabelle, auch in ihrer Neufassung von Ganitschnik, Neera-Zugasti, Falschlunger 2008-2020. Anknüpfend an das Beispiel von oben heißt das, durch Beobachtung im Vorfeld zu überlegen, wie das Trommelrondo so angeboten werden kann, dass alle Teilnehmenden partizipieren können. Gelingt jemandem beispielsweise noch kein Metrum und kein Rhythmus, dann füllen eben ametrische Teile das Rondo, beziehungsweise gibt es vor jedem A-Teil ein Crescendo auf der Trommel. Oder aber das Rondo wird so erweitert, dass vor jedem A-Teil ein freier Teil in Musik und Bewegung stattfindet. Und. Das bringt uns zu einem weiteren methodischen Aspekt, nämlich der Binnendifferenzierung, also der inneren Differenzierung innerhalb eines Settings. Die Fragen lauten: Wie kann eine Rhythmikeinheit aussehen, in der sich Menschen mit ihren jeweiligen Handlungsmöglichkeiten einbringen können und gleichzeitig weiterentwickeln? Wie differenziert muss dieses Setting gestaltet sein? Wie kann die jeweilige Eigenzeit akzeptiert und trotzdem eine Anpassung an Fremdzeiten ermöglicht werden? Musik, Bewegung, Materialien ermöglichen einfache sowie höchst komplexe Anwendungen. Materialien können beispielsweise sinnlich erfahren, elementar bewegt, aber auch tänzerisch eingesetzt werden. Sie regen zur Eigenaktivität an und auch zum kreativen Ausdruck. Musikinstrumente lassen sich beispielsweise ertasten, erspüren, bewegen, hören, aber auch musikalisch virtuos gebrauchen. Der Körper kann selbst bewegt, abgeklopft und für Body Percussion eingesetzt werden. Er kann aber auch von außen bewegt und im anspruchsvollen Gruppentanz koordinativ und differenziert eingesetzt werden. Das alles hat Platz in der Rhythmik, teilweise auch nebeneinander. Für binnendifferenzierende Angebote im Sinne der inklusiven Pädagogik gibt es international zudem interessante Ansätze, die es lohnt, auch für die Rhythmik MB zu überprüfen. Ein solcher ist zum Beispiel das Universal Design for Learning, übertragen auf Inclusive Education. Liest man sich die 7 Prinzipien durch, so scheint es zumindest auf den ersten Blick, dass Rhythmik MB im Sinne eines universellen Designs barrierearme Zugänge bieten kann. Hier sei besonders auf den Materialeinsatz hingewiesen.
Zugänge und das Lernen von Musik und Bewegung brauchen aufbauendes, stufenweises Erarbeiten. Ein vom über zum, wie es gerne in der österreichischen Rhythmikliteratur verwendet wird. Stufenweise bedeutet vom Konkreten zum Abstrakten, vom Einfachen zum Komplexen, vom Bekannten zum Unbekannten, wie es Probst, Schuchart und Steinmann 2006 beschreiben. Anhand von Beispielen wäre das vom Körper mittels Body Percussion zum Instrument, vom Experimentieren zum exakten Spiel am Instrument, vom Metrum zum Rhythmus. Oder, wie es Scheiblauer sagt, vom Erleben zum Erkennen zum Benennen. Methodische Prinzipien, beispielsweise jene von Robert Wagner für die Instrumentalpädagogik, Max Einfach, oder das Creability-Praxishandbuch für die inklusive Kulturarbeit, bieten hierfür für interdisziplinäre Fundgruppen. In der Rhythmik MB kommt in Bezug auf aufbauendes Arbeiten dem Phänomen Rhythmus eine besondere Bedeutung zu. Isabel Frohne spricht, Grundthesen Elfriede Feudels einbeziehend, speziell vom periodischen Rhythmus im Sinne einer Folge von Phasenwechseln und dem polaren Rhythmus im Sinne einer Folge eines Aufbaus von Spannungsfeldern und der ständigen Bewegung zwischen diesen polaren Wirkungskräften. Auch der Nusa Zock schreibt von der Manifestation von Rhythmus innerhalb der Rhythmik MB und Neera Tsougasti betont eine Vielzahl von Aspekten des Phänomens Rhythmus, die auf die Pädagogik übertragbar sind in ihrer DVD. Sehr reduziert erklärt bedeutet es, Rhythmus entsteht durch Wiederholung, durch Wiederkehr des Ähnlichen in Variationen, durch Aktivität, in Synchronisation und, und. Periodische und polare Spannungsfelder in der Rhythmik MB entstehen beispielsweise durch den Wechsel der Tätigkeits- und Organisationsformen, durch Spannungs- und Entspannungsphasen, durch unterschiedliche Aktivitätsphasen wie Bewegen, Hören, Singen und so weiter, durch den Wechsel der Wahrnehmungsbereiche, durch den Wechsel der Sozialformen, durch den Wechsel des Einsatzes der Mittel und so weiter. Rhythmisierung fordert auch reich in seiner inklusiven Didaktik, vor allem wenn es um die Ganztagsbetreuung geht, und er gibt dezidiert Beispiele dafür an. In Rhythmik MB kann und soll es gelingen, Rhythmisierung auch innerhalb des Stundengeschehens methodisch einzusetzen. Oben genannte Beispiele sind nur einige und es ist äußerst spannend und wertvoll, sich geschichtlich, aber auch aus aktueller Sicht mehr mit dem Thema Rhythmus in der inklusiven Pädagogik auseinanderzusetzen und zu fragen, welchen Beitrag hier Rhythmik MB bieten kann. Speziell in der Begegnung mit Menschen mit Beeinträchtigungen, im Bereich der kognitiven Entwicklung, bei komplexen Behinderungen oder im Autismus-Spektrum sind Rhythmisierung und Ritualisierung jedenfalls wesentliche Faktoren für die Stundengestaltung. Zum Schluss stellt sich die Frage, wie es denn um das Wissen um die teilnehmende Gruppe steht, um deren Hintergrund, mögliche dialogische Zugänge, die Sprache, unterstützende Hilfsmittel in Gebärden, Kommunikationsmittel via iPad und so weiter. Ja, es macht Sinn, über unterschiedliche Bedarfe Bescheid zu wissen und jene Hilfs- und vor allem Kommunikationsmittel wie Gebärden, Taster, Kommunikationstafel und so weiter einzusetzen. Aus meiner pädagogischen Sicht bleibt aber vor allem die Beobachtung eine wesentliche Grundlage, um adäquate, entwicklungsanregende Zugänge zu finden. Rhythmik MB bietet durch die variantenreichen Angebote in Musik, Bewegung sowie durch die Materialien vielfältige Ausdrucks- und somit Beobachtungsmöglichkeiten. Und es ist erstaunlich, welche Methoden ich im direkten Kontakt mit den Menschen durch die pädagogische Praxis neu lernen durfte. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer auch Lernende und Lernender bleiben und Rhythmik MB im Sinne von Inklusion leben. Denn dieses Basisverfahren bietet viele Voraussetzungen und künstlerische Zugänge, die einer inklusiven, allgemeinen Pädagogik förderlich sind. In diesem Sinne öffnen Sie Ihre Gruppen für Menschen mit unterschiedlichen Handlungsvoraussetzungen und schaffen Sie Möglichkeiten der Partizipation für alle. Denn Inklusion fängt nicht nur in unseren Köpfen an, sondern auch durch unsere Handlungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.